Einen wunderschönen guten Morgen. 19. Dezember, langsam aber sicher schreiten wir dem Ende dieser kleinen Videoserie entgegen. Ich habe mitgebracht dafür heute den PowerPick Mod Wireless Charger von 12thous. Und das ist ein Ladegerät, ein kabelloses Ladegerät, das natürlich erfordert, wie das so kabellose Ladegeräte erfordern, dass man hinten ein Kabel einsteckt. Da wird ein USB-C-Kabel eingesteckt und dann braucht es einen 20-Watt-Netzteil, um dieses kabellose Ladegerät zu betreiben. Es besteht aus einer Base, die Gummifüße hat. Gummifüße ziehen sich so ein bisschen durch diese Videoserie, habe ich das Gefühl. Alles mit Gummifüßen ist besser. Und dieser dicken, sehr, sehr dicken Plexiglasscheibe. Und die Besonderheit von dieser Plexiglasscheibe ist, dass da ein Ladegerät eingebaut ist und dass man die Front abnehmen kann. Und wenn man die abgenommen hat, dann kann man da sein persönliches Foto, eine Familienfoto, ein Firmenlogo, irgendwelche Informationen, die man vermitteln möchte, reintun und magnetisch wieder schließen. Und dann hat man dort ein personalisiertes Bild und ein personalisiertes Ladegerät, das man entweder hochkant betreibt oder man stellt das Ganze so hin, um dann vorne ein iPhone, AirPods oder irgendwelche anderen Geräte, die sich auch kabellos aufladen lassen, hinzustellen. Ich finde, es eine nette Idee, ist eine nette Weiterentwicklung. Die Firma hatte ja vorher schon so einen Bilderrahmen, wo ein kabelloses Ladegerät eingebaut war. Das hier ist jetzt so die Plexiglas-Erweiterung. Sehr, sehr simpel zu modifizieren. Vielleicht hat man persönliche Fotos, die man auf dem Schreibtisch gerne hätte oder auf dem Nachttisch. Und das Ganze soll vielleicht nicht so techie aussehen, wie viele von den technischen Produkten dann doch aussehen und nicht so wirklich kompatibel sind mit Leuten, die dann vielleicht nicht so einen technisch aussehenden Alltag wünschen. Das ist der PowerPick Mod Wireless Charger von 12thous. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen natürlich, selbstverständlich, wie immer, an dieser Stelle wieder.